Sir, Sie wollten mich sprechen? Oh, blitzblank. Ich wusste doch, dass ich noch jemanden erwarte. Wir machen Schluss für heute. Ja, Sir. Auch Pudding? Ich mache Diät. Und wie kommt dieser Fleck in Ihr Gesicht? Also, Strahlemann Thompsons Tod war ein Schock für uns alle und dieser Harley ist an allem schuld. Ich verlange, dass dieser grinsende Schmalzkanten endlich Leine zieht. Hatten Sie den Fleck schon immer? Eigentlich nicht. Die Moral auf diesem Stützpunkt ist total im Arsch. Hier, sehen Sie mal aus dem Fenster. Tot. Keiner rührt sich. Es ist fast wie auf einem Bild. Roy! Roy! Und sowas ist mein Jahrgang. Zur Salzsäule erstarrt. Er will mich nicht sehen. Zur Strafe werde ich ihm eine Karte schicken. Sir, darf ich etwas sagen? Ich gebe Ihnen recht, dass Harley ein Windhund ist, wie er im Lehrbuch steht. Aber Jungs wie er lieben die Gefahr. Sie haben Amerika groß gemacht. Und aus diesem Grunde brauchen wir Topper für diese Mission. Das hätte von mir sein können. Abgesehen davon, Strahlemann war kein besonders guter Pilot. Hatte auch eine rostige Verwandtschaft. Die Kinder sind die Pest, die reinste, und die Frau hängt an der Flasche. Da ist der Tod schon besser dran. Welche Schuhgröße haben Sie? Eine Navy 10. Egal, das wäre dann erledigt. Wir schicken Harley an die Front. Apropos Front, Ihr Fronteintopf neulich abends war ganz große Klasse. Cheryl und ich fanden die glasierten Maden im Speck gut. Sir, ich würde Ihnen niemals Fronteintopf anbieten. Wirklich? Nein. Wo zum Teufel war ich dann? Und wer ist Cheryl? Ach, drauf geschissen. Los, Abmarsch, Bockbank. Cheryl?